Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Auswahlorakel. So schön, dass du wieder mit dabei bist und wir gemeinsam in die Karten schauen. Wenn du ganz neu über dieses Video hierher gefunden hast, dann begrüße ich dich ganz herzlich auf meinem Kanal. Hoffe, du fühlst dich hier wohl und kannst viel Wertvolles aus den Botschaften für dich mitnehmen. Heute schaue ich explizit auf deine berufliche Situation, also möge dieses Orakel dich vor allen Dingen im Bereich Beruf und Berufung unterstützen. Und bevor wir mit den Auswahlstapeln hier loslegen und ich dir die Steine nochmal näher zeige, möchte ich dich einladen zu meiner nächsten Kakaozeremonie. Der Termin steht nämlich und zwar am kommenden Freitag, den 18. Oktober 2024, um 18:30 Uhr online über Zoom. Sehr wahrscheinlich werde ich sogar auch über YouTube übertragen, also dann kannst du auch ganz entspannt hier einfach zuschauen und dabei sein. Genau, und ja, wir trinken da gemeinsam also Kakao und das Thema wird sein, ich habe ja immer ein Thema für die Kakaozeremonie, verbinde dich mit deiner wahren Berufung, mit deiner Bestimmung. Das heißt, wir werden eintauchen, ja, in deine Seelenwelt, du wirst dich verbinden mit deinem Herzen, mit deiner Seele und einmal reinspüren, ja, wofür bist du hierher gekommen, was ist deine Berufung, deine Bestimmung, deine Fähigkeiten, dein Potenzial. Und du wirst dich auch verbinden mit dem mutigsten Anteil in dir, der bereit ist, diesen Weg auch zu gehen und das Ganze auch tatsächlich zu leben, ja, und eben die Schritte dafür einzuleiten, die nötig sind, um deine Berufung auch wirklich zu leben. Genau. Also, wenn das dein Thema ist, wenn dich das anspricht, sei da gerne dabei. Es ist immer ein sehr entspannter, ein Wohlfühlraum, ein ganz sicherer Raum, wo du bei dir wieder ankommen kannst, wo du dir einfach eine Auszeit nimmst vom Alltag, ja, wo du zur Ruhe kommen kannst, wo die Sorgen einfach mal Sorgen sein dürfen, ja, wo du gemeinsam mit anderen dich verbindest, ja, in der Gruppe, in der Gemeinschaft, vor allen Dingen aber eben mit dir selbst, ne, zu dir wiederkommst. Und das ist so wichtig, das Herz zu öffnen, sich selbst zu öffnen, ja, und lade ich dich also, wie gesagt, gerne ein. Du findest die Infos da auch auf meiner Website. Ich verlinke dir das auch hier nochmal zum Nachlesen und du kannst dich dann gerne in meine Kakaoliste eintragen. Das ist so ein dauerhafter Newsletter quasi, wo du dann auch immer informiert wirst über die nächsten Termine und du bekommst dann auch den Zoom-Link zugeschickt, wenn du dann über Zoom teilnehmen möchtest. Und ja, wenn es Aufzeichnungen gibt, bekommst du die dann auch. Meistens gibt es tatsächlich keine Aufzeichnung. Genau. Und diesmal, wenn ich es über YouTube mitlaufen lasse, dann wird es nur eine kurze Zeit dann hier verfügbar sein im Anschluss. Danach werde ich die nämlich gerne für meinen Businesskurs zur Verfügung stellen. Da passt das nämlich vom Thema auch super gut rein. Genau. Ja, so viel dazu. Und dann fangen wir jetzt hier mal an mit den Auswahlstapeln. Also du kannst dir gerne einen der drei aussuchen. Du kannst dir natürlich auch zwei oder alle drei anhören. In jedem Fall gilt, nimm dir einfach nur das mit, womit du in Resonanz gehst und alles, wo dein Innerstes sagt, nee, das fühle ich anders, das darf dann sehr gerne so sein. Ja, du hast deine eigene Wahrheit und nur du weißt, was richtig für dich ist, ja, und wonach du dich ausrichten möchtest. Und das hier sind einfach Impulse, es sind Angebote, Einladungen, ja, aber nichts davon ist ein Muss, nichts davon ist Gesetz und nichts, was ich hier sage, ist die absolute Wahrheit. Deswegen, ja, spür immer in dich rein, womit du mitgehen möchtest und kannst und alles andere darfst du einfach beiseite legen, ja, und liegen lassen. Und das ist dann einfach für jemand anderes, der sich das dann mitnehmen kann. Genau, Stapel 1, Auswahlhilfe, der Amazonit. Wunderschöner Stein. Und Stapel 2, versteinertes Holz. Und Stapel 3 hier, der Amethyst. Genau, mit einem schönen Muster. Ja, dann schau mal, wo es dich intuitiv hinzieht. Und wenn du noch überlegen möchtest, drück hier gerne auf Stopp, denn ich fange jetzt mit Stapel 1 an. Willkommen an dich, wenn du Stapel 1 gewählt hast und wir schauen mal, welche Themen sich für dich zeigen. Und aus dem Tarot haben wir die 10 Münzen, den König der Schwerter und das Ass der Kelche. Beruflich sehe ich hier auf jeden Fall ein sehr gutes, stabiles Fundament, Sicherheit, Fülle, Wohlstand, ja. Das ist etwas, was du entweder bereits erreicht hast, was du dir schon aufbauen konntest, also dass du dich beruflich schon an einem Punkt befindest,
wo du einfach ja eine gewisse Sicherheit, eine sichere Basis wirklich hast, ja, wo du schon sehr weit gekommen bist, oder etwas, was du dir wünschst, wonach du strebst, wo du drauf hinarbeitest. Im Endeffekt sind die 10 Münzen ja die Vollendung der Manifestation. Also wenn du zum Beispiel finanzielle Fülle manifestieren möchtest, in dein Leben holen möchtest, wenn du Erfolg manifestieren möchtest, ja, wenn du ein Projekt hast oder eben eine berufliche einen beruflichen Weg, wo du ein bestimmtes Ziel hast, ein greifbares Ziel, sind die 10 Münzen halt im Prinzip die Vollendung, das Ziel erreicht zu haben, ja, greifbare Ergebnisse in der Realität erreicht zu haben. Genau. Also entweder der Wunsch danach, das zu erreichen, ja, oder eben du hast dieses Fundament bereits, das Potenzial dafür ist schon da, ja, dann darfst du einfach mal schauen, hey, wie weit bin ich schon gekommen? Was habe ich mir hier eigentlich schon alles aufgebaut, ja? Und was ist hier schon alles da? Und da darfst du auch natürlich stolz darauf sein, ja? Und der König der Schwerter zeigt einfach auch, du bist sehr intelligent, du triffst sehr gute Entscheidungen einfach im beruflichen Kontext für dich, ja, du gehst da sehr souverän, sehr klar auch vor, ja, du hast da einfach auch Klarheit zu wissen, was du willst und wo du hin willst, und du kannst hier auch sehr gut kommunizieren und das auch ausdrücken und in Worte verpacken, sag ich mal. Und das ist ja auch im beruflichen Kontext immer sehr hilfreich und sehr wertvoll, wenn man die richtigen Worte findet und wenn man auch ganz klar zum Ausdruck bringen kann, was man möchte oder auch wofür man steht. Ja, je nachdem, wenn du selbstständig bist und wenn du dir hier eine Selbstständigkeit aufgebaut hast oder aufbauen möchtest, da ist es natürlich extrem wichtig, klar zu kommunizieren, hey, wer bin ich, was mache ich, für wen ist mein Angebot, was ist mein Angebot, wie kann ich helfen, unterstützen. Und ja, je bessere Worte man dafür findet und je klarer man auch die Menschen damit ansprechen kann, desto besser das Ergebnis, sag ich mal, ja. Und diese Energie hast du hier einfach zur Verfügung. Also ja, wortgewandt, intelligent, weise, klug, ja, mach da auf jeden Fall so weiter. Der König der Schwerter kann dich auch einladen, ja, eine kluge Entscheidung jetzt zu treffen und wirklich zu schauen, was willst du, was brauchst du noch, was gilt es jetzt zu tun, um den Weg gehen zu können, den du gehen möchtest, dein Ziel zu erreichen, ja, was ist dafür nötig, und dann mit einer gewissen Klarheit wirklich diesen Weg auch zu gehen, ja, also es braucht Klarheit und auch die Aussprache, ja, Kommunikation, genau, die richtigen Wörter finden. Das Ass der Kelche lädt dich ein, dein Herz zu öffnen, dich zu öffnen für Fülle auch, ja, also hier geht es auch um Fülle, aber mehr wirklich aus dem Innen heraus, während die 10 Münzen wirklich diese materielle Fülle, die man greifen kann, die man sehen kann, also sprich, ja, der Kontostand, den man wirklich sehen kann, oder ja, das Haus, das Auto, ja, was auch immer man da sich materiell angeschafft hat. Das kann man einfach greifen, das kann man dann sehen, das ist Fülle, die man anfassen kann, ja, genau, oder, naja, Geld ist ja oft auch einfach virtuell, aber du weißt, was ich meine, ne? Das ist diese greifbare, diese materielle Fülle, und hier geht es um die innere Fülle, ja, wirklich aus innen heraus, aus sich zufrieden, glücklich zu sein, erfüllt zu sein, mit einem offenen Herzen, mit einem freudvollen Herzen auch dabei zu sein. Das heißt, im beruflichen Kontext für dich ist es wichtig, auch mit Freude bei der Sache dabei zu sein und auch immer wieder zu schauen, ist der Weg, den ich gerade gehe, gehe ich den aus dem Herzen, gehe ich den mit einem offenen Herzen, macht mir das gerade wirklich Spaß? Will ich das gerade wirklich so machen oder fühlt sich das gar nicht gut an, ja? Und mit den Schwertern sind wir ja auch sehr im Verstand, ja, da geht es ja auch darum, einfach auch rational zu sein, auch logisch zu sein. Also der König der Schwerter, der trifft ja einfach auch die klügsten, die sinnvollsten, vielleicht die effizientesten Entscheidungen. Vielleicht sind das nicht immer die Entscheidungen, die auch Spaß machen. Ja, und da so ein Gleichgewicht zu finden zwischen, ja, okay, ich will hier schon was erreichen und ich will mir was aufbauen, und darum muss ich irgendwo auch eine Struktur verfolgen oder eine Klarheit in mir haben und dann auch entsprechende Entscheidungen treffen. Ja, aber trotzdem soll der Weg auch Spaß machen und soll auch ja stets was fürs Herz dabei sein, sozusagen, ja. Also wenn du merkst, du verlierst irgendwie
dich selbst oder die Freude, dann darf wieder mehr Gefühl auch mit reinfließen, weil der König der Schwerter ist jetzt nicht so emotional, ne, der ist nicht so gefühlvoll, da spielen Gefühle jetzt nicht so eine große Rolle, aber das Ass der Kelche liegt hier dabei und es erinnert dich einfach daran, dass das für dich schon auch wichtig ist, dass es auch Spaß machen darf und soll, ja, dass das nicht zweitrangig ist, ja, sondern auch das, wenn du merkst, ja, irgendwie fühlt es sich nicht mehr gut an, dann darf natürlich auch wieder was verändert werden und die Richtung gewechselt werden. Das Orakel der Stimme bringt das Thema Selbstvergebung mit rein. Du hast nie etwas falsch gemacht. Und es scheint hier im beruflichen Kontext einfach jetzt wichtig für dich zu sein, dir das bewusst zu machen oder das einfach zu hören jetzt, ja. Du hast nie eine falsche Entscheidung getroffen. Du hast nichts falsch gemacht. Vielleicht gibt es Situationen, an die du denkst, wo du dich fragst, oh, hätte ich das nicht besser machen müssen? Hätte ich das nicht besser machen können? Hätte ich da nicht was anderes tun sollen? Hätte ich da vielleicht anders reagieren sollen? Hätte ich eine andere Entscheidung treffen sollen? Ja. Aber nein, es ist alles in Ordnung und du darfst dir sagen, du hast ja stets das Beste getan, was in dem Moment möglich war und du konntest ja nichts anders machen. Ja. Wenn wir etwas hätten besser machen können, dann hätten wir das ja gemacht, weil wir handeln doch immer so, wie wir in dem Moment denken, dass es am besten ist oder eben so, wie es uns möglich ist, ja. Und wir machen ja nicht absichtlich etwas, sag ich mal, nur halbherzig oder falsch in Anführungsstrichen, ja. Also auch wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden vor den Kopf stoßen oder verletzen, machen wir das ja nicht mit Absicht, ja, sondern weil es in dem Moment für uns nicht anders geht, weil es gerade die beste Strategie ist, die wir haben, weil uns im Prinzip nichts anderes einfällt, ja, oder wir keinen Zugriff auf andere Fähigkeiten haben oder auf eine andere Vorgehensweise. Darum ist das, was wir tun, immer gerade das Beste, was in dem Moment möglich ist. Aber wir dürfen uns natürlich stets weiterentwickeln und ja, immer, sag ich mal, zu einer besseren Version werden im Sinne von, ja, noch weisere Entscheidungen treffen, vielleicht noch vorausschauender, noch mehr auf das Herz hören, ja, noch mehr mit einem offenen Herzen, immer weniger der Angst folgen. Also vielleicht einfach zu einer mutigereren Version zu werden, zu einer liebevolleren Version. Das klingt auf jeden Fall besser als besser. Ja, weil wir müssen natürlich nicht besser werden. Wir dürfen, glaube ich, wirklich ja mutiger, vertrauensvoller und liebevoller werden. Das auf jeden Fall. Genau. Und achte auf deine Energie. Ja, für mich immer so das Zeichen zu schauen, genau. Wo geht deine Energie hin? Wo fließt deine Energie hin und dient dir das? Ne? Folgst du der Freude oder folgst du der Angst? Tust du Dinge, weil du denkst, du musst das tun und das ist das Sinnvollste oder das ist die beste Strategie, ja, und dann hältst du dich vielleicht daran fest, aber es macht gar keinen Spaß. Dann darfst du noch mal schauen, ob das wirklich ja, eine sinnvolle Strategie dann für dich ist, weil es sollte schon auch irgendwo noch Spaß machen und Freude machen, wenn nur noch Druck und Zwang dahinter ist. Ja, ich muss das ja machen. Wann immer eigentlich so dieses, ach, ich muss das ja so machen, ja, ob das dann auf Dauer so erfüllend sein kann, ja, oder ob du dann einen anderen Weg einfach für dich finden darfst. Genau deswegen achte darauf. Wo investierst du Energie rein und ist das etwas, was dir wirklich dient, ja, und wo du gerne Energie reinsteckst? Oder würdest du es nicht lieber anders machen wollen? Merkst du nicht, oh, eigentlich geht meine Energie, mein Fokus geht eigentlich woanders hin oder will woanders hin? Da wäre es gerade leichter, dann zu schauen, ob man denn nicht lieber dem folgt, ja. Klar, manchmal muss man dann wieder tiefer reingehen. Ist das jetzt Prokrastination? Sind das jetzt irgendwie eigene Selbstsabotageprogramme, warum ich jetzt etwas Bestimmtes nicht tun will. Ja, manchmal ist es ja auch leichter, was anderes zu machen, weil der innere Schweinehund einfach sagt, ach komm, ne, hier, so ist das kleine Teufelchen, was dann sagt, lass mal den einfacheren Weg gehen. Also es ist nicht immer, ne, da muss man immer so dieses differenzieren. Geht es darum, sich zu drücken vor der nächsten Herausforderung und will ich dann den leichteren Weg gehen? Ja, da ist es dann besser, wirklich sich
den Mut zu schnappen und halt dahin durchzugehen, ja. Aber manchmal zwingen wir uns vielleicht auch Dinge zu tun oder an etwas festzuhalten, an einem Plan, den wir gemacht haben, obwohl wir das gar nicht mehr fühlen und obwohl sich das einfach nicht mehr gut anfühlt. Und dann kann man eventuell sagen, naja, dann mache ich jetzt doch lieber das, was mir Spaß macht. Ja, genau. Also dann passend auch dazu die Liebe, ja, was ne, zum Ass der Kelche einfach. Was würde die Liebe tun? Frage dich immer, was würde die Liebe tun? Und das ist genau das, ja. Wenn du vor einer Entscheidung stehst, ja, wenn du schaust, wo geht meine Energie, mein Fokus gerade hin, wie mache ich die Dinge gerade, wo stehe ich gerade, dass du eben dich mit deinem Herzen verbindest, ja, und schaust, fühle ich das wirklich? Fühlt sich das für mich gut an? Will ich das wirklich? Und dann dich nach innen zu fragen, was würde die Liebe in mir gerade tun wollen? Ja, was würde mein Herz gerade tun? Frag wirklich dein Herz und lausche auf eine Antwort. Und vielleicht ist es nicht die Antwort, die du erwartet hast oder die du dir wünschst. Vielleicht ist es nicht die leichteste, der leichteste Weg, der dann als Antwort kommt. Aber ja, wenn es vom Herzen kommt, ist das das Sinnvollste einfach zu tun. Ja, weil irgendwann kommt es sowieso dazu, dass wir den Weg gehen müssen, sag ich mal. Wenn wir uns dem Herzen verschließen, dann wird es einfach im Außen immer unbequemer und immer schwieriger und immer krampfiger und ne, alles wird einfach ein Kampf, zäh und so. Ja, wenn wir mehr aus der Liebe, aus dem Herzen heraus die Dinge tun und das, dann fließt es schon leichter. Ja, es ist nicht der leichteste Weg im Sinne von, dass da keine Herausforderungen sind. Aber es ist doch eine gewisse Leichtigkeit da, ne? Im Tun einfach. Ja, so, dann kommt für dich das Krafttier Eichhörnchen und ermutigt dich nämlich, wagemutig ins Ungewisse zu springen, ja, den Sprung zu wagen, ins kalte Wasser, vielleicht wirklich ein Risiko einzugehen, Sicherheiten hinter dir zu lassen, ja, weil vielleicht der König der Schwerter sagt, naja, aber, ne, und wir haben ja auch die 10 Münzen, ne, wo das Thema Sicherheit und Stabilität und Fundament ja schon auch eine Rolle spielt. Und manchmal kommen wir aber eben an den Punkt zu sagen, so, ne, ich fühle das nicht mehr oder ich spüre, ich muss irgendwie, ich will was anderes machen oder ich will was Neues ausprobieren oder ich muss jetzt irgendwie die Richtung wechseln. Und ja, dann ist natürlich der Verstand, der König der Schwerter, der dann sagt, na, ist jetzt vielleicht nicht so die sicherste, die klügste Entscheidung, ja. Aber das Herz sagt doch, wir machen das. Ja, wir springen jetzt, wir lassen mal die Sicherheiten hinter uns oder wir gehen das Risiko ein, dass sich was verändert oder das wieder verlieren zu können oder wie auch immer. Aber wenn sich das gerade richtig und stimmig anfühlt, ja, dann ist das eben auch mal nötig, ja. Und es gibt Menschen, die fangen immer wieder bei Null an, ja. Ich habe neulich ein Video gesehen, auch auf Love, Peace and Om. Den Kanal kann ich auch sehr, sehr empfehlen, weil das immer sehr inspirierend ist, einfach dort den Menschen zuzuhören, ja, die Lebenswege, die so gegangen sind, die Entscheidungen, die die getroffen haben. Und da war jemand, der hat immer wieder von Null angefangen. Der hat Häuser, also Immobilien gekauft, investiert, hat das wieder verkauft, hat ein Restaurant aufgebaut, hat das wieder verkauft, hat irgendeine Farm aufgebaut, hat das wieder verkauft. Also lässt immer wieder alles hinter sich und fängt wieder von neu an und fängt wieder von Null an. Und ja, da dürfen wir ins Vertrauen gehen, dass wenn wir eben wir zwar was aufgebaut haben und zwar Energie reingesteckt haben in etwas, aber wenn das dann nicht mehr das Richtige ist, dürfen wir auch wieder das hinter uns lassen und was Neues machen. Ja, wir sind ja nicht gezwungen, eben dann irgendwo zu bleiben, nur weil wir das mal aufgebaut haben. Und deswegen die 10 ist ja auch wie ein Abschluss und ein Neubeginn. Also wir haben die 10 hier, das Ass ist Neubeginn. Ne, die 10 ist ja irgendwo auch eine Vollendung. Also ne, da, das ist fertig sozusagen. Jetzt darf aber vielleicht auch das nächste kommen oder was Neues dazu kommen oder was anderes halt. Und die Affirmation, die ich noch für dich habe, ist, ich liebe mich für meine Andersartigkeit. Und vielleicht darfst du auch da noch mehr wirklich dein wahres Wesen in das, was du tust, mit einfließen lassen. Dich weniger fragen, was denken denn andere oder wie wirke ich da auf andere oder ist das jetzt, wenn ich das jetzt so und so mache oder wenn ich mich so und so zeige, darf ich das, kann ich das, ja? Und da noch mehr in die Selbstsicherheit zu kommen, dich das auch zu trauen, ja, auch hier vielleicht ins Ungewisse zu springen und ganz du selbst zu sein. Vielleicht ist das etwas, was noch fehlt. Irgendein persönlicher Aspekt von dir, den du bisher noch nicht hast einfließen lassen.
Und wo du durchaus Angst hast, den mit einfließen zu lassen, weil du denkst, vielleicht bricht dann alles, was du schon aufgebaut hast, zusammen, weil plötzlich eine Komponente hinzukommt, die vielleicht die Community oder das Umfeld noch gar nicht kennen und wo du Angst hast, wie die reagieren könnten. Aber so wie die Energien hier liegen, darf das einfach der nächste Schritt sein, vielleicht noch einen Persönlichkeitsanteil von dir in die Arbeit mit einfließen zu lassen und dann auch dich selbst dafür wertzuschätzen und anzuerkennen, wie besonders das eben ist, ja, dass es da noch irgendwas gibt, was dich auch einzigartig macht. Und das kann ja auch ein Schlüssel sein zu noch mehr Erfolg. Ja, klar, wenn wir einen Teil nach außen tragen, den wir bis jetzt vielleicht unterdrückt haben oder versteckt haben, wird es eventuell Menschen geben, die jetzt da sind, die damit tatsächlich nichts anfangen können und die dann vielleicht gehen. Die meisten werden es aber sehr, sehr, sehr wahrscheinlich gut finden und sich davon inspiriert fühlen. Und vielleicht damit sogar richtig in Resonanz gehen und sagen, boah, cool, ja, so geht es mir auch oder das kenne ich von mir auch oder ne, je nachdem, worum es dann sich da handelt. Oder cool, dass du das zeigst oder so. Und dann kommen ja auch wieder andere Menschen, die das anzieht und die damit in Resonanz gehen, und ne, die du dann dadurch in dein Leben holst. Genau. Ja, von daher nur Mut, ja. Du wirst wissen, was da gemeint ist und was da auf dich wartet. Und ich wünsche dir dabei auf jeden Fall nur das Beste, alles Liebe. Wenn du Unterstützung brauchst auf deinem Weg, gerade wenn es auch um Selbstständigkeit geht, schau dir gerne meinen Businesskurs an. Genau, der begleitet dich da ja auch im Bereich Bürokratie, technische Umsetzung, Marketing, Motivation und Bestärkung bekommst du da auch ganz viel. Und auch Energiearbeit ist da drin. Und man kann jederzeit Fragen stellen in einer Telegram-Gruppe. Genau, wenn dich das anspricht, du findest einfach alle Infos zum Nachlesen auf meiner Seite und da kannst du ganz in Ruhe reinspüren, ob das das Richtige ist. Ja. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn dem so ist und wenn ich dich da unterstützen und begleiten darf. Genau, ansonsten. Alles Liebe für dich. Vielleicht schaust du ja in die nächsten Videos auch wieder rein. Würde ich mich freuen, dich hier begrüßen zu dürfen. Und ja, schick dir ganz liebe Grüße und mach weiter mit Stapel 2. Hallo an dich, wenn du Stapel 2 gewählt hast und wir schauen mal, welche Botschaften sich für dich hier offenbaren aus dem Tarot der Magier, das Gericht und die drei Stäbe. Schon mal sehr intensive, kraftvolle Energien, zwei große Arkane, zwei von drei Karten. Das ja, zeigt einfach, wie wichtig gerade die Erfahrungen sind, die du machst, ja, und dass es hier um wichtige Themen geht, um wichtige Schritte, die einen Einfluss auf deine Zukunft haben werden. Und der Magier, ja, unser Schöpfer sozusagen, der dich daran erinnert, an dein ganzes Potenzial, ja, wenn es etwas gibt, was du gerade erreichen, in die Welt bringen möchtest, Ideen, die du verwirklichen möchtest, wenn du dort zweifeln solltest, wenn du dich fragst, ob du das kannst, ob du das wirklich schaffen kannst, ob das der richtige Weg für dich ist, ob das nicht zu hoch gegriffen ist oder was, ja, der Magier sagt dir, nee, die Ideen, die du hast, die sind es auch wert und die sind auch, also die kannst du auch verwirklichen, ja, also du bist fähig, die Ideen, die da sind, in die Welt zu bringen. Genau, und dazu hast du in dir alles, was du brauchst. Und oft denken wir ja, dass das nicht reicht, dass wir noch nicht gut genug sind, dass wir erst noch ganz viel lernen müssen, noch ganz viel Wissen aneignen, bevor wir dann starten können, ja. Und dann machen wir lieber erstmal noch den Kurs und die Ausbildung und das Seminar, lesen vielleicht erstmal noch das Buch und hören nochmal 100 Podcast-Folgen über das Thema, bevor wir denken, dass wir dann bereit sind, um loszugehen. Aber mit dem Gericht sehe ich doch, dass der Ruf schon ganz schön laut sein muss bei dir, ja, dass dich deine Seele schon in eine bestimmte Richtung ruft und es für dich darum geht, diesem Ruf zu folgen, ja, und dir etwas aufzubauen für deine Zukunft, ne? Mit den drei Stäben stehen wir auf einem Fundament. Es geht ja darum, ein Fundament aufzubauen. Ja, da ist es einfach so, du hast schon eine Idee, das sieht man mit dem Magier, da ist eben etwas, wo du überlegst, oh, kann ich das machen, soll ich das machen, ist der richtige Zeitpunkt, bin ich gut genug, bla bla bla, das, ja. Und du hast dich hier mit den drei Stäben auch schon entschieden, was es ist, weil hätten wir zum Beispiel die zwei Stäbe, dann würde das signalisieren, dass du da noch so ein bisschen überlegst,
welche Richtung denn nun, was will ich denn wirklich machen, soll ich das oder das machen? Mit den drei Stäben hat man hier eine Entscheidung getroffen und ist jetzt bereit, loszugehen und ja, in die Zukunft zu investieren, ne, die Schiffe quasi loszuschicken, die Handelsschiffe, um ja etwas zu erreichen sozusagen, ja, einfach zu schauen, hey, ne, was habe ich hier, was liegt da vor mir, welche Möglichkeiten sind da und dann eben auch zu handeln, ja. Genau, und ja, das ist einfach das, worum es gerade geht, also an dich zu glauben, jetzt in deine Zukunft tatsächlich zu investieren, das heißt Entscheidungen zu treffen, Schritte zu gehen für deine Zukunft, also für dein Ich in der Zukunft, jetzt wirklich ins Handeln zu kommen, ne? Also das Gericht ruft dich, ja, du spürst diesen Ruf, er ist ganz dringend oder ganz laut schon und ja, du darfst diesem Ruf jetzt wirklich folgen und erkennen, ja, das wird schon alles gut gehen, ja, mit dem Magier. So, hier haben wir die Schuldgefühle, interessant, weil wir in Stapel 1 auch so was Ähnliches hatten, ja, da war auch so diese Botschaft, du hast nie was falsch gemacht. Und hier bei dir ist es auch, welche Last trägst du auf deinen Schultern, also auch dich blockiert oder beschwert noch etwas aus der Vergangenheit, deinen Weg zu gehen. Und das kann eine familiäre oder quasi eine private Geschichte sein, ja. Oder es kann auch was im beruflichen Kontext sein, dass da vielleicht noch irgendwas ist mit Arbeitskollegen oder Vorgesetzten oder ja, Leuten, mit denen man mal irgendwie zusammengearbeitet hat. Es kann aber auch wirklich einfach was aus der, ja, aus der Familie, aus der Ahnenreihe oder sowas sein, dass es da irgendwie noch ein Thema mit Schuld gibt, was dich hindert, wirklich loszugehen, ja? Weil der Ruf ist ja schon laut und du willst ja auch dich um deine Zukunft kümmern, ja? Du willst ja auch los und etwas aufbauen und erreichen und deine Träume verwirklichen, ja? Und dann gibt es aber da etwas, was dich zurückhält und vielleicht hat es etwas zu tun, weißt du, so Gedanken wie, darf ich das, ja? Also vielleicht sind Familienangehörige, vielleicht geht es dir nicht so gut, vielleicht sind die unglücklich oder und dann weißt du, dann hat man vielleicht so wie ein schlechtes Gewissen, wenn man jetzt seinen eigenen Weg geht. Vielleicht ist es dafür nötig, dass du die Familie verlässt, dass du, weißt du, vielleicht träumst du davon auszuwandern oder kannst dein Ziel nur in einer Stadt verwirklichen, die weit weg ist oder sowas zum Beispiel, ne? Und dass man dann so wie Schuldgefühle hat, dass man jetzt vielleicht ja, die kranken Eltern zurücklässt oder sowas zum Beispiel. Oder ja, einfach vergangene Erfahrungen, dass du Entscheidungen getroffen hast, wo du, ja, wo du dir irgendwie die Schuld an irgendwas gibst, ja, dass irgendwas geschehen ist, wo du einfach Schuldgefühle hast. Und da darfst du eben dir das anschauen. Ja, gibt es da irgendwas, wo du dich schuldig fühlst, wo du denkst, das kann ich doch nicht machen oder das darf ich nicht machen oder ich darf jemanden nicht im Stich lassen oder ich darf jetzt nicht meinen eigenen Weg gehen, weil ich bin doch verantwortlich für die anderen oder irgendwie sowas, ja. Und da darfst du dann noch mal genauer hinschauen, ob das wirklich so ist oder ob das ja eine Wahrheit ist, nach der du wirklich leben möchtest oder ob es nicht auch um dein Glück geht, um dein Leben, ja. Also wie viel Verantwortung für andere willst du tragen und musst du tragen? Ja, wie viele Probleme, Lasten von anderen eben möchtest du mit dir noch weiter herumtragen? Oder kannst du nicht auch sagen, hey, ja, irgendwo, es ist auch mein Leben und ich muss Entscheidungen für mein Leben treffen und ich möchte in meinem Leben glücklich sein. Und ja, ich tue, was ich kann für andere, aber an erster Stelle tue ich, was ich kann für mich. Das ist einfach auch ganz, ganz wichtig und darum ja, darfst du das Thema dir vielleicht nochmal näher anschauen und dann bekommst du die Botschaft, es braucht nur Mut aus dem Zauberwald-Orakel. Ja, und vielleicht braucht es hier eine mutige Entscheidung zu sagen, okay, ich bin nicht mehr zuständig, ja, für andere. Ich bin jetzt zuständig für mich. Ich treffe jetzt eine Entscheidung für mich. Ich folge jetzt meinem Ruf. Ich folge jetzt meiner Seele, ja, die sagt, hey, ja. Und mit den drei Stäben, wir haben ja das Meer, die Schiffe, könnte ich mir schon vorstellen bei dem einen oder anderen, dass es auch um eine Entfernung oder um eine Reise geht, um einen Aufbruch, ja, dass man von irgendwo weggeht, dass man eben etwas oder jemanden wirklich auch ja, örtlich oder wie sagt man das, physisch hinter sich lässt, ja, dass man woanders hingeht, ja, dass das einfach ansteht.
Genau, und ja, vielleicht braucht es Mut. Also so oder so braucht es Mut, diesen Weg zu gehen, ja. Und du wirst wissen, um was es da konkret geht. Aber hier liegt auch dazu, die Verbindlichkeit trifft eine Entscheidung, ja oder nein. Und ja, ich glaube, das ist eben wirklich hier sehr wichtig jetzt für dich, ne? Wirklich zu sagen, für wen entscheidest du dich? Für dich oder für die anderen oder für jemand anderen, ja. Und wenn du vielleicht dein Leben lang für andere da warst, ist es natürlich eine sehr schwierige Entscheidung, dann jetzt zu sagen, so jetzt und jetzt gehe ich mal meinen eigenen Weg, weil natürlich, das kann dann auch sein, dass es den anderen nicht gefällt, dass sie sich da erstmal brüskieren und das gar nicht gut finden. Aber letztendlich, am Ende bist du für niemanden verantwortlich. Niemand darf erwarten, dass du etwas tust. Ja, du kannst aus freien Stücken und aus dem Herzen immer geben und helfen und unterstützen. Aber nicht, wenn du selbst dabei unglücklich wirst oder wenn es dich deine ganze Kraft kostet oder wenn es dich dein Glück kostet, dann ist das zu teuer und dann bist du nicht für das Glück anderer verantwortlich, indem du dein eigenes verkaufst oder ja, auf dein eigenes verzichtest. Ja, wenn du glücklich bist und dann noch Kapazitäten und Lust hast, anderen zu helfen, wunderbar, aber es sollte nicht auf Kosten ja, von dir halt gehen. Ja, und guck mal, dazu kommt auch noch. Ja, und es ist einfach, es scheint wirklich das Umfeld irgendwo zu sein, ja, auch Schutz vor negativen Energien. Und vielleicht ist es genau dieser Schutz, den du dann brauchst, wenn du jetzt sagst, so, ich stehe nicht mehr in der Form zur Verfügung. Ich gehe jetzt meinen eigenen Weg hier. Ja, ich habe jetzt eigene Pläne, ich habe eigene Träume, die ich gerne verwirklichen möchte. Und dafür muss ich jetzt aufbrechen. Dafür muss ich jetzt Entscheidungen treffen, ja. Und ja, es kann sein, eben, dass da wie so eine kleine Welle von Negativität auf dich dann zurollt, mit der du dann umgehen darfst und vor der du dich dann eben schützen darfst, weil du dir sagen darfst, okay, ja, wenn dann wirklich andere das nicht verstehen und darüber verärgert sind, ist das nicht dein Thema sozusagen, das ist deren Thema, ja. Und wenn die dich dann eben mit Negativität überschütten wollen oder mit vielleicht dir auch Schuldgefühle machen wollen, das gibt es ja dann auch, ne, dass dann andere wirklich auch einem Schuldgefühle machen und sagen, wie kannst du das nur tun? Ich habe doch mein Leben lang für dich gesorgt, so zum Beispiel. Ne? Aber wir schulden tatsächlich niemandem etwas. Und darum ja darfst du hier diese Energie von der Ente einladen, ja, wie das Wasser, was an dem Federkleid eben abperlt, so darf auch. Wenn da Negativität vom Außen auf dich zukommt, das einfach auch, darfst du dir vorstellen, dass das an dir abprasselt, dass du dir vielleicht wie so eine Schutzkugel um dich herum vorstellst, wo das nicht durchkommt, dass du da bei dir bleibst und das nicht auf deine Schultern lädst, ja, wenn dir jemand die Schuld an irgendwas geben möchte. Wir sind alle eigenverantwortlich hier und wir alle dürfen für unser Glück selbst sorgen und niemand anderes. Also wir dürfen zu niemand anderem sagen, du musst mich glücklich machen oder ich brauche dich, damit ich glücklich sein kann, ja, oder ich brauche dich, damit es mir gut gehen kann. So, das Recht haben wir nicht. Niemand hat das Recht dazu. Wir dürfen bitten, aber wir dürfen nicht erwarten oder verlangen, dass dem nachgekommen wird. Und dann gibt es ja auch noch ein Thema mit Wut, was, glaube ich, da sehr gut dazu passen kann, ja. Meine Wut darf da sein und ich höre ihr zu. Und gerade wenn man lange sich selbst unterdrückt hat und immer für andere da war, ja, immer vielleicht über seine eigenen Grenzen gegangen ist, auf sein eigenes Glück, wie gesagt, ja, auf die eigenen Träume verzichtet hat, das kann einen wütend machen, weil natürlich, man möchte ja, man hat ja Wünsche, man hat ja Träume, man hat Bedürfnisse. Und wenn man etwas von sich da immer unterdrückt, also wenn man erlaubt, dass jemand anderes die eigenen Grenzen übertritt oder man selber geht ständig über die eigenen Grenzen, kommt Wut hoch. Und wann immer Wut da ist, darfst du sehen, okay, irgendwo ist hier jetzt was, läuft was nicht richtig. Ja, irgendwo ist hier was jetzt aus dem Gleichgewicht geraten, irgendwo ist jetzt eine Grenze überschritten. Und dann darf man schauen, habe ich meine Grenze selber überschritten oder habe ich anderen erlaubt, die Grenze zu überschreiten, weil ich keine gesetzt habe. Und dann wissen die anderen ja auch gar nicht, wo eine Grenze ist. Wenn ich keine ziehe rechtzeitig, dann wissen das ja die anderen nicht. Und dann gehen die natürlich so weit, wie man sie lässt, ja. Und wenn du merkst, ey, da kommt Wut hoch, dann schau, was will sie dir sagen? Ja, höre der Wut zu. Verbinde dich mit dieser Wut in dir, ja. Die ist nicht ohne Grund da, sondern die will dir was sagen. Irgendwo gibt es etwas, wo
du eine Grenze ziehen darfst oder wo du was aussprechen darfst, wo du für dich einstehen darfst, ja, wo du auf den Tisch vielleicht auch mal hauen darfst, ja, und deine Meinung sagen, deine Wahrheit aussprechen. So irgendwas in dir ist unterdrückt und das will raus, ja, und es wird immer lauter auch, je länger du dieser Wut auch keinen Raum gibst, ja. Genau, und da gilt natürlich möglichst versuchen, die Wut jetzt nicht unkontrolliert nach draußen explodieren zu lassen, sondern sich ja einen Raum zu schaffen, wo man mit der Wut vielleicht erstmal selber schaut, dass man das halten kann, dass man sich selber aushält mit der Wut und guckt, wo kommt das her, was ist das, was genau macht mich jetzt gerade wirklich wütend, ja, was ist das? Und weil oft ist es erstmal irgendein Auslöser im Außen, der aber nicht wirklich die Ursache ist, ja, also ne, so jetzt dieses banale Beispiel, wenn du in einer Beziehung bist und auf einmal bist du wütend, weil der Partner die Socken aufs Bett geschmissen hat oder so, ja, und du wirst wütend, weil du sagst, Mann, ich habe hier gerade aufgeräumt, oder? Dann ist aber nicht die Socke das Problem, ne? Dann darf man schauen, okay, was macht mich jetzt gerade wirklich wütend? Und dann ist es vielleicht sowas wie, dass man sich nicht gesehen fühlt oder dass man sich nicht wertgeschätzt fühlt und dass der andere einfach rücksichtslos die Wohnung verunordentlicht oder so, ja. Und dann darf man schauen, okay, was ist jetzt wirklich der Grund meiner Wut? Was wünsche ich mir gerade oder was brauche ich gerade? Was ist gerade mein Bedürfnis? Und welche Gefühle kommen da gerade hoch? Und dann kann man das ansprechen, ja. Es geht nicht um die Socke, es geht dann eben um irgendwas, um ein anderes tiefer liegendes Thema. Und wenn man das herausgefunden hat, dann kann man ins Gespräch gehen und sagen, hey, ne, ich irgendwie, wenn du das machst, so, dann fühle ich mich so und so, ne, dann kommt in mir der und der Gedanke hoch oder sowas, ja. Und dann kann man sich da aussprechen. Und wenn der andere dann weiß, was das mit einem macht und wie man sich dann fühlt, dann hört er vielleicht schon ganz alleine auf, so diese Dinge dann zu tun und räumt von alleine die Socken dahin, wo sie hingehören. Ja, aber genau, das ist einfach wichtig, da zu schauen. Genau, ja, ne, und das hat dann auch viel mit der beruflichen Situation zu tun, weil auch da wirst du dann ja lernen müssen, dürfen, Grenzen zu setzen, ja, und auch da können Wutthemen hochkommen, gerade auch vielleicht mit der Selbstständigkeit, ja, da können einen auch Dinge dann triggern und wütend machen, genau, und darum darf man sich das auch im anderen Kontext immer anschauen und ja, wenn man dann den Weg des Herzens geht, ja, oder sich ein Seelenbusiness vielleicht aufbaut oder so, da kommt man mit diesen Dingen schon auch in Kontakt, genau, ja, soweit. Die Botschaften für dich. Ich hoffe, es dient dir. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn du magst, und besuch mich auf jeden Fall auch gerne auf meiner Webseite. Du findest dort persönliche Readings, wenn du da noch näher wirklich auf deine Situation schauen möchtest. Und du kannst natürlich auch gerne Kurse buchen. Meine Kartendecks findest du da und ich zeige dir auch in einem Kurs, wie ich meine Karten gestalte selber. Du kannst Kartenlegen lernen bei mir und mit meiner Unterstützung auch dein eigenes Business aufbauen. Genau, wenn dich davon irgendwas ruft, schau einfach dich um. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Und ansonsten freue ich mich, wenn du hier bei den nächsten Videos wieder mit dabei bist. Und dann schicke ich dir ganz liebe Grüße und machen weiter mit dem dritten Stapel. Hallo an dich, wenn du Stapel 3 gewählt hast und wir schauen auf deine Botschaften. Als erstes ins Tarot, da haben wir mal wieder die 5 Münzen, die 6 Kelche. Also auf jeden Fall sehe ich die Karte häufiger in letzter Zeit und die 6 Schwerter. Okay, also wir haben 5, 6, 6. Was bedeutet, dass du gerade in einem Prozess bist in deiner beruflichen Situation, in deinem beruflichen Lebensbereich, der sich so in der Mitte befindet? Also wenn wir so Asse und Zweien und Dreien hätten, so, das würde signalisieren, dass da ein Prozess gerade begonnen hat. Vielleicht eine Findungsphase, eine Veränderungsphase oder so, ja. Und 8, 9, 10 und sowas, das würde dann uns zeigen, hey, da geht gerade was auf einen Abschluss zu. Aber du befindest dich gerade eben so mittendrin in etwas, ja. Genau. Und die 5 Münzen, ja, das ist so die Karte des Mangels, wo man Gefühle, Gedanken hat von mir fehlt was, ich habe von irgendwas nicht genug, ja, vielleicht Geldsorgen, finanzielle Nöte, vielleicht gesundheitliche Probleme gerade, ja, Münzen, ne, der materielle Bereich, Körper, Arbeit, Haus kann auch sein, ne? Also einfach, ja,
körperliche, materielle, finanzielle Sorgen, Probleme, Mangelgedanken. Es können Gedanken sein von, ich bin nicht gut genug, ja, ich bin nicht liebenswert genug, ja, ich bin nicht genug, ich habe nicht genug. Ich mache nicht genug, ja, ich reiche nicht aus. Das, was ich tue, reicht nicht aus. Also sowas, ne, dass das einfach gerade ein Thema ist, so, was immer wieder hochkommt. Die sechs Kelche dazu, die Karte der Vergangenheit, vergangene Einflüsse, die einfach gerade auftauchen können. Das können sein einfach Erinnerungen, ne, nostalgische Erinnerungen. Früher war ja alles besser, früher war alles leichter, ja. Früher hatte ich ja genug, früher war ich ja genug, jetzt bin ich es irgendwie nicht mehr, ja. Sowas zum Beispiel. Oder Ideen, Träume, Vergessene, die wieder hochkommen. Dass du dich erinnerst, Mensch, ich hatte doch mal diese Wünsche, ich wollte doch da mal was tun, ich wollte doch da mal, ja, ich wollte doch mal, ich hatte doch mal, dass das wieder hochkommt und wieder präsent wird, das kann es sein. Oder andere Menschen. Erinnerungen an Menschen aus der Vergangenheit, die plötzlich wieder präsent werden, dass man sich denkt, hä, wieso ist jetzt diese Person ständig in meinem Kopf? Vielleicht träumst du auch von jemandem aus der Vergangenheit einfach, ja, dass da wieder jemand in dein Bewusstsein kommt. Oder auch wirklich in echt sozusagen, ja, dass jemand sich meldet oder dass jemand auftaucht oder man begegnet sich zufällig, ja, jemandem aus der Vergangenheit. Der dann auch einen Einfluss auf die berufliche Situation hat. Also sprich, vielleicht jemand aus der Vergangenheit kommt mit einer Idee, einem Vorschlag oder irgendwas aus einer beruflichen Vergangenheit kommt wieder auf den Tisch. Da muss noch irgendwas geklärt werden, ja. Ne? Vielleicht ein Job, wo du mal gekündigt hast, dass da plötzlich noch irgendwas zu erledigen ist oder irgendjemand auf dich zukommt mit irgendwas, ja. Also in welchem Kontext auch immer, die Vergangenheit kommt ins Heute und spielt irgendeine Rolle und beeinflusst dich gerade. Und die sechs Schwerter, ja, da habe ich gerade so das Gefühl, dass man vor der Vergangenheit auch so ein Stück weit flüchtet. Ja, dass die Vergangenheit dich wie einholt und du davon weg möchtest. So das Bild habe ich einfach gerade in diesem Zusammenhang. Die sechs Schwerter ist grundsätzlich diese Energie von Aufbruch, auch Veränderung, etwas hinter sich lassen, einfach erkennen, hey, da wo ich jetzt gerade bin, das gefällt mir nicht, ne, ich fühle mich hier nicht gut, so dass ich mag das nicht, ich möchte hier weg. Und es kann eine Art Flucht sein, aber es ist auch, also für mich ist Veränderung und Bewegung immer auch gut, ja. Also selbst wenn man vor etwas davonläuft, ich sag mal so, das, worum man sich kümmern soll, das kommt ja mit. Darum sind die Schwerter hier auch in dem Boot noch dabei. Das heißt, Ängste, Sorgen, Zweifel, Selbstzweifel, Gedanken, so, man nimmt das mit. Aber trotzdem ist ein Aufbruch und eine Veränderung auch immer etwas, was einen weiterbringt. Ja, man ist ja in Bewegung, man versucht was Neues, man geht einen neuen Weg und dann, ja, ist ja erstmal alles aufregend und neu und man hat zu tun mit dieser Veränderung und so weiter. Und wenn man dann da angekommen ist, wo man dann hin wollte, dann kommen aber all die Dinge wieder hoch. Ja, dann kommt das wieder. Das, was man vielleicht hinter sich lassen wollte oder das, wovor man weglaufen wollte, so Konflikte, die man vielleicht, denen man aus dem Weg gehen wollte, das kommt dann in anderer Form wieder. Also sprich, ich habe ja auch öfter den Job gewechselt zum Beispiel und es gab immer einen anderen Grund oder Auslöser oder so. Und ja, in der neuen Firma hatte ich dann das nicht, aber dafür hatte ich was anderes, was mich dann getriggert hat oder womit ich irgendwie Konflikte hatte oder so. Das heißt, die Konflikte kommen ja wieder, nur eben ja, wie in einem anderen Theaterstück sozusagen. Ja, also die Bühne verändert sich, aber die Themen, die wir in uns mit uns tragen, ja, die halt nicht. So, da verändert sich halt nur das Bühnenstück, aber wie wir uns dabei fühlen, das bleibt im Prinzip. Also damit können wir uns dann immer wieder auseinandersetzen. Ja, genau. Das heißt, ja, es geht darum, ja, etwas zu verändern wirklich, ne, einen neuen Weg schon zu gehen, dir aber bewusst zu machen, dass du trotzdem deine Zweifel und die Vergangenheit irgendwo auch mitnimmst und nicht drum rumkommst, dich damit auch auseinanderzusetzen. Also sprich, vielleicht hast du so finanziellen Mangel oder eben diese Selbstwertthemen,
Und du denkst, wenn ich den Job wechsle, wenn ich vielleicht einen anderen Arbeitgeber habe, der mich mehr wertschätzt für meine Arbeit oder wo ich mehr Geld verdiene, dass ich mich mehr wertgeschätzt fühle oder dass es sich irgendwie mehr lohnt, ja, dann wird alles besser. Aber die Wahrheit wird sein, dass es dann andere Themen geben wird, wo du vielleicht mit dem Selbstwert oder mit dem Selbstvertrauen dann zu tun haben wirst, ja, was das dann wieder, wo ein Konflikt auftauchen wird. Genau. Nichtsdestotrotz, ja, wie gesagt, ist es super, Veränderungen, wie gesagt, zu machen, weil es wird dich trotzdem weiterbringen. Ja, nur im Bewusstsein eben vor dem du eventuell flüchten möchtest, wird das vielleicht nicht so funktionieren. Und guck mal, da kommt auch das Thema Selbstvertrauen. Du kannst und wirst mit allem zurechtkommen. Ja, ne? Deswegen sind Selbstzweifel hier bestimmt ein Thema und auch Selbstvertrauen einfach, ja. Und Vertrauen bedeutet halt nicht, dass wir darauf vertrauen, dass immer alles gut wird und dass immer alles leicht wird und so. Ja, das ist nicht Vertrauen, sondern du vertraust dann, wenn du weißt, egal was kommt, ich komme damit zurecht. Also auch wenn Einschnitte passieren, auch wenn Schicksalsschläge passieren, auch wenn Dinge zusammenbrechen, wenn was nicht funktioniert, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, wenn was kommt, was du nicht willst, ja. Vertrauen ist dann, sich bewusst zu machen, hey, ich komme da durch. So, es fühlt sich gerade nicht gut an. Ich will das auch eigentlich gerade nicht, aber ich werde es schaffen. Ich werde da durchkommen. Ja. Das ist dann Selbstvertrauen, einfach zu wissen, egal was das Leben mir vor die Füße wirft, ich werde es handeln können. Ich werde das schaffen. Ja, auch wenn es hart wird, auch wenn es anstrengend wird, auch wenn es herausfordernd wird, aber ich kann das. Ich kann damit zurechtkommen. Ja, das ist dann Vertrauen, ne? Also nicht immer optimistisch, also klar, es ist schön, immer optimistisch zu sein, aber so, das ist halt nicht Vertrauen, dann zu sagen, so, ja, ich vertraue darauf, dass immer alles irgendwie leicht ist und dass alles schön wird und so. Kann man auch, ja, aber letztendlich echtes Vertrauen bedeutet eben zu vertrauen, egal was ist, ich kann das, ich schaffe das. Und du wirst gebraucht. Die Welt wartet also auf dich. Ja, du wirst gebraucht in deiner Kraft und in deinem Vertrauen. Ja, also es ist wichtig, dass du wirklich lernst, dir selbst zu vertrauen und dir Sachen zuzutrauen. Dir zuzutrauen, mit allen Herausforderungen umgehen zu können, auch mit solchen Phasen umgehen zu können, das auszuhalten und trotzdem weiterzumachen und immer trotzdem deinen Weg zu gehen. Wenn was plötzlich aus der Vergangenheit kommt, ja, dass du damit umgehen kannst, dass du alles, ja, alles handeln, managen kannst, ja, genau. In deiner Zeit, in deinem Tempo, ja, nichts muss sofort erledigt werden, Prozesse dürfen Zeit brauchen, ja, auch das ist ganz wichtig zu sagen. Genau, aber es ist wichtig, ja, dass du deinen Weg gehst und dass du dich vielleicht auch nach außen zeigst, dass du Dinge veränderst, dass du schaust, ja. Wo geht dein Weg lang? Was ist stimmig für dich, was nicht? Dass du auf dein Herz hörst. So, genau. Ja, also es ist wichtig, dass du einfach tust, was du tun möchtest. Und dann haben wir die Zuversicht hier. Ja, vertraue auf einen positiven Ausgang. Es ist alles gut. Also ja, man darf schon auch vertrauen auf einen positiven Ausgang und man darf schon auch vertrauen, dass alles gut ist. Ja. Aber gleichzeitig auch vertrauen, wenn eben diese Herausforderungen, Schwierigkeiten, Probleme auftauchen, dass man auch damit zurechtkommen kann. Also es ist zu vertrauen, ja, es ist alles gut, aber auch wenn es sich nicht so anfühlt, weißt du? Also das ist so der Unterschied. Also sprich, dass ich nicht nur dann vertraue, wenn alles läuft und schick ist und ne, dann fällt es mir leicht zu vertrauen, weil gerade alles gut ist und sich gut anfühlt, ja. Die Herausforderung und die Challenge und die Lernaufgabe ist halt, in dieses Vertrauen und in die Zuversicht zu kommen, wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Ne, wenn ich gerade hier bin, im Mangel, im Zweifel, in der Angst, in der Unsicherheit, in der Ungewissheit, in der Sinnlosigkeit, vielleicht in der Depression, in diesen schwierigen Phasen die Zuversicht nicht zu verlieren und sich trotzdem immer wieder zu sagen oder bewusst zu machen, okay, es fühlt sich gerade richtig mies an, ja. Ich gehe gerade durch die größten Kackhaufen, aber
Ich weiß, zu irgendwas ist das gut und das Leben will mir hier gerade irgendwas beibringen. Und ja, es passiert nichts ohne Grund und ich weiß, dass ich trotzdem zuversichtlich sein darf. Ich weiß, dass ich hier rauskomme. Ich weiß, dass ich mich weiter bewegen werde und dass es nicht von Dauer ist. Ja, also es ist alles gut, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Und am Ende wird sowieso immer alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Die Gans bekommst du, unbeirrbar und beharrlich bleiben. Ja, auch das, dranbleiben, nicht aufgeben, immer weitermachen, auch immer wieder neue Wege suchen, immer wieder, wenn du merkst, das alte Ufer dient dir nicht mehr, du fühlst dich da nicht wohl, auf zu neuen Ufern, was Neues entdecken, erobern, erforschen. Ja, du musst ja nie irgendwo bleiben, du darfst dich immer weiter verändern und einfach auf deinem Weg bleiben, deinen Weg gehen. Entscheidungen treffen, die sich für dich gut und richtig anfühlen, ja. Genau, darum bleib auf deinem Weg und lass dich nicht von, ja, vom Leben beirren, ja, weil das Leben ist unberechenbar manchmal, aber das heißt ja nicht, dass du nicht deinen Weg gehen sollst und darfst, ne? Klar, manchmal macht das Leben eine Tür zu, aber dann, damit wir einen besseren Weg finden, weil wir uns vielleicht in irgendwas verrannt haben oder gedacht haben, das ist der beste Weg, aber das Leben sagt, nee, geh mal lieber einen anderen Weg, der ist wirklich gut, ja. Oder da findest du wirklich das, was du tatsächlich suchst. Genau, und so werden wir ja vom Leben geführt und unterstützt und dürfen deshalb immer vertrauen, dass wenn was nicht klappt oder ja, wir durch irgendeine Herausforderung gehen, dass das schon seinen Sinn und Zweck hat. Und am Ende erkennen wir das ja immer, wozu irgendwas gut war. So, und deine Affirmation, die du gerne mitnehmen darfst, ist, ich darf sagen, was ich wirklich denke und fühle. Genau, und das in jeder Situation darfst du das auch üben. Ja, auch das braucht Selbstvertrauen, ne? Sich selbst zu vertrauen, dass man mit der Reaktion des Gegenübers umgehen kann, ne? Also auch hier wäre quasi jetzt nicht, dass ich vertraue darauf unbedingt, dass das schon gut ankommt beim Gegenüber, sondern dass ich darauf vertraue, dass wenn es nicht gut ankommt beim Gegenüber, dass ich mit der Reaktion umgehen kann, dass ich mir das selber zutraue, dass ich das dann halten kann, selbst wenn es in Anführungsstrichen schief gehen sollte. Ja, aber es ist ja trotzdem wichtig, sich dann nicht eben, ne, von dieser Angst, oh, der andere könnte vielleicht das missverstehen oder der könnte dann verletzt sein oder wütend sein oder mich stehen lassen oder verlassen oder so. Wenn man sich halt von der Angst aufhalten lässt, zu sagen, was man wirklich denkt und fühlt, ja, unterdrückt man halt sich, ne? Und man ist nicht ehrlich, man ist nicht offen, man ist nicht authentisch und das spiegelt sich dann einfach auch in der Verbindung. Die kann dann nie wirklich richtig tief sein und richtig, man ist nie richtig in Verbindung, wenn man immer was zurückhält. Ja. Und echte innige Beziehungen, Freundschaften, Verbindungen, Partnerschaften entstehen ja dadurch, dass man wirklich offen und ehrlich miteinander spricht und dann auch mal die Reaktion vielleicht des anderen aushält, wenn der damit im ersten Moment noch nichts anfangen kann oder so, ja. Und da lernt auch sich selbst zu vertrauen, dass ja, wenn ich das gerade so fühle, dass das richtig ist. Und dass das dann jetzt meine Wahrheit ist und dass ich das aussprechen darf. Ja. Und dass ich mit der Situation, welche auch immer danach kommt, zurechtkommen werde. Genau. Ja, somit sind das deine Botschaften. Ich hoffe, es dient dir und unterstützt dich. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn du magst. Abonniere gerne den Kanal, wenn du hier was für dich mitnehmen konntest und weitere solche Videos gerne sehen möchtest. Und besuch auf jeden Fall auch gerne meine Webseite. Du findest alle Infos hier unter dem Video, alle Angebote, Kurse, Readings, Kartendecks, die ich selbst gestaltet habe. Genau, wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Und ansonsten schicke ich dir ganz liebe Grüße. Ich wünsche dir alles Liebe für deinen Weg und sage bis zum nächsten Mal.